Oder nee, wir gehen nicht gleich gucken. Wir gehen erstmal nochmal hinten zu den Wassersachen. Oh, Kiste. Also zu den aufgedeckten Sachen, die wir gefunden haben da. Am Wasser. Da würde ich erstmal nochmal hingehen. Ich überlege gerade, haben wir da eine Abkürzung gehabt irgendwie? Wir haben irgendeine Leiter hochgemacht. Hier hinten, ne? Ja, hier. Hier haben wir eine Leiter hochgemacht. Da müssen wir hin. Ich würde trotzdem mal hier kurz berühren. Und dann können wir darüber. Arschloch. Aber gut, die Kiste können wir ja mitnehmen. Eine Schaufel. Die braucht man nicht mal unbedingt. Aber gut, solange wir sie tragen können, können wir sie ja mitnehmen. Spaltleder. Münze, ich grab mal kurz. Genau das meine ich hier. Guck mal, das, was unter uns ist, das meine ich. Dieser Wasserfall. Aber das ist alles zu mit irgendwelchen Ranken. Oh. Okay. Hat er mich überrannt. So ein Arsch. So ein Arsch. Okay. Ist schon richtig. Einmal nach unten, bitte. Sehr gut. Dann nehmen wir die Kiste hier noch mit. Bingo. Oh, schön. Brauchen wir wieder ein bisschen. Die Sachen zum Upgraden. Oh, halt. Wenn es vor uns liegt, lassen wir es nicht liegen. Auch wenn es nur eine Münze ist. Keine Gegner? Okay. Hätte ich jetzt erwartet. Hier ist auch nichts. Wenn es ein Karpfen ist, ist es cool. Jo, sehr gut. Wir brauchen dringend eigene Kisten. Super dringend. Ich habe die Eisenspitzhacke gerade kaputt gemacht, ne? Ich Idiot. Naja, egal. Kaufen wir uns eine neue. Ist trotzdem jetzt schade. Gut. Keine Kiste? Okay. Alles klar, dann gibt es hier nichts Besonderes. Dann können wir rüber. Mein Helm ist kaputt. Aber ich kann gerade noch nicht reparieren.
Meine Mütze ist kaputt. Warte mal, wir haben doch das... Das Gute ist, wenn wir jetzt den Trankmeister da haben, dann können wir bestimmt diese Sachen hier machen. Das Reparaturpulver. Ich bin gespannt, aus was das gemacht wird. Hoffentlich aus dem Zeug. Würde passen. Irgendwie. Aber dann hätten wir davon schon viel verschwendet. Ich berühre ihn mal zur Sicherheit. Nein! Ach, ja, ist egal. Dann gucken wir mal ganz kurz nach dem Händler. Wenn das Spiel jetzt nicht abstürzt. Nein. Gut. So, wo ist er? The world da. A man with hips. So what do you think, Saddam? A humble arrangement, but perhaps the start of something grand. Yes, yes. Ja. Soon even the birds will envy my plumage. My concoctions will haunt the dreams of the lustful, the weary, the spurned. Das cool. You, of course, you're always welcome to sup strength and wisdom from my elixirs. If they don't. Wenn sie euch nicht gerade erblinden lassen. Schön. Was können wir denn hier kaufen? Klingenöl, Flammenöl, Funkenöl, Frostöl, Seuchenöl, okay. Fehlgebildeter Schädel, Bomben, die Fiolen und kleine Fokusfiole-Rezept, Ausdauerrezept, was? Gleichgewichtsfiole-Rezept, Klingenöl, Seuchenöl, bla bla bla. Okay. Kann ich, aber wir müssen erst wieder Dings machen, ne? Wir müssen den erst wieder aufbessern, habe ich recht? Klar, der ist ja neu. Da müssen wir doch nochmal sammeln. Und Speisekammer. Markus Alchemiestand. Ja. Yep. Dann brauchen wir doch nochmal. Dann brauchen wir doch noch mal Holz. Ich hole mir gleich mal noch eine Spitzhacke wieder. Warte mal, hat er das alles bloß einmal? Okay. Good date. Oh. Jetzt habe ich zwei davon, ich Idiot. Ich brauche eine Axt. Huh. Braucht er erst Zeit oder was? Ja, der hat nur Spitzhacke. Der hat keine Axt. Ah ne, meine Axt geht ja noch. Ich brauche ja bloß eine Spitzhacke. Ich bin der Idiot hier. So, ist alles richtig. Wir müssen bloß aufpassen, dass der Scheiß nicht kaputt geht. Reparier mal alles bitte. Danke. Okay, wir brauchen Holz. Doch wieder. Dadurch, dass wir den Kollegen jetzt haben. Alles klar. Oh, Pilz. Danke. Okay.
Dann gehen wir jetzt runter und gucken da. Und hier haben wir schon das erste Holz. Wir sollten erstmal uns um die Gegner kümmern, oder? Ach, es geht. Na ja, ja, ja. Du mit deinem Schild hier. Daneben? Okay. Ciao. Gut. Da schon wieder was? Nein, hoch da. Okidoki. Hier jetzt endlich wieder was? Nur tot. Okay. Okay. Dann darunter. Bitte überleben. Gut. So, hier können wir buddeln. Ich sollte erst nochmal... Wir haben gerade alles repariert. Alles gut. Eine Feder. Weil wie gesagt, hier waren wir noch nicht. Hier müssen wir uns mal noch umgucken. Ich glaube, das ist der letzte Bereich. Oder mit einer der letzten Bereiche, die wir hier noch nicht entdeckt haben. Ja, hier Schluss. Aber irgendwie kommt man ja da hinten noch hin. Also hier hinten geht es noch weiter. Wir gucken uns mal um. Zum Glück haben wir genug Ausdauer inzwischen, dass wir auch weitere Strecken schwimmen können. Nichts hier. Ein Baum, okay. Bei dem Felsen sieht man es gerade so ein bisschen, dass es per Hand gezeichnet ist. Sieht voll cool aus. Ich mag das sehr gerne. Der Grafikstil ist fantastisch. Oh, okay. Sieht auch wieder wie ein, naja, eine Art Tempelschrein irgendwas aus. Interessant. Aber können wir noch nichts mit anfangen. Ist halt einfach da. Oh oh. Okay. Jetzt habe ich mir kurz Sorgen gemacht. Dass ich ja saufe. Nö, hier ist nichts. Noch nicht. Keine Ahnung, was hier noch kommt. Aber gut. Dann hätten wir das hier auch erledigt. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, hier ist noch ein fetter Tempel gewesen jetzt. Weiter komme ich aber hier nicht. Wie ich hier hinten hinkomme, keine Ahnung. Ratten und Räuber, ein Questl. Ach so, wir sollten uns ja mit dem Typen treffen. Bei der Feste ist das. Unten. Okay, da können wir hingehen. Jo, würde ich hingehen. Da können wir die Quest gleich halt. Das Tor können wir öffnen. Okay. Das ist ja ganz nett. Ja, jetzt kommen wir hier auf die Seite raus. Und hier gibt es 100 Pro eine versteckte Wand. Weil das hier sieht aus wie eine versteckte Wand. Als wenn das Tor aufgeht halt einfach. So sieht das aus. Aber warte mal. Da können wir das ja doch noch mitnehmen. Ein Schlag hat gefehlt. Schade. Okay. Alles easy. Gut, gut, gut.
Bäumchen. Wie gesagt, wir brauchen es. 10-mal. Wie viel haben wir? Wir haben 4-mal, okay. Wir haben schon wieder keinen Platz mehr, fast. Ja, wir müssen gucken, dass wir weiterkommen irgendwie. Da wollte ich doch gar nicht hin. Dass wir den nächsten Boss irgendwie erreichen. In Bälde. Und nochmal so ein Getränk bekommen. Das wäre super. Halt. Okay. Ich habe gerade gedacht, da hat es geleuchtet. War aber nicht der Fall. Komme ich... Ach, das wird die Kanalisation hier sein. Das hier ist die Kanalisation. Das da. There you are. Your kingdom awaits within. And all the rot that comes with it. Ja. Alles klar. Cool. Now we're square, me and you. If you find Danak, tell him Ratigan sends his love. Alles klar. So machen wir's. Wir grüßen ihn ganz nett. Cool. Der Eingang ist frei. Finde ich ganz fantastisch. Oh je. Hallo? Jetzt habe ich schon gedacht, jetzt kommt eine Szene oder sowas, aber doch nicht. Oh. Na, hier sieht es ja toll aus. Dieses Gelb ist irgendwie so, wenn man weiß, wo man ist. Aber hier finden wir das ist Drakakraut. Drakaenkraut. Riskant ist es hier auch. Okay. Selbst für mich ist es riskant. Sieht toll aus. Oh, die Musik auch schön bedrohlich hier. Okay. Komm runter, Arschloch. Sonst mache ich dich rund, wenn ich oben bin. Sind Ratten, aber die sind... Ach nee, das sind diese komischen Dinger. Okay, 7. Wir könnten 16 machen. Alter. 7 reichen. Da haben wir wieder 20 und dann kommen wir nicht in die Bredouille. Bredouille. So heißt es. Ich habe halt irgendwie einen Sprachfehler. Oh, ist das schön süffig hier alles, ey. Puh, cool. Sieht gut aus. Sieht richtig schön süffig aus. Ih, Würmer. Irgendwelcher Rotz. Hier ist eine Leiter. Die Mucke ist geil. Din, din, din,
dieses leise Klavier oder was es war. Voll gut. Ja. Ist wie im Horrorfilm. Die Musik. Voll gut gemacht. Was war denn das gerade da oben? Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Gluthirsch. Zweihandstab. Feuernova, Feuerwelle. Ein Feuerzauberstab. Geil. Und macht sogar gut Schaden. Trotzdem. Was brauchen der? Glaube? Ich glaube, wir müssen hier sogar nochmal raus und unser Inventar lernen, weil das hätten wir vorher machen sollen, bevor wir hier sind. 22, glaube, braucht er. Uiuiui. Okay, der scheint ja doch ein bisschen besonderer zu sein. Was bist du denn da oben? Ihr seht's nicht mal richtig. Schade, ich kann auch nicht weiter. Doch, jetzt seht ihr's. Guckt euch das an. Das ist eklig. Die Würmer haben den aufgefressen und sind in den. Ja, das ist einfach nur ein Wurm, der sich ein Mensch geschnappt hat. Der ist in dem seinem Arsch. Krass, okay. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Komm ich hier hoch? Nee, wa? Sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir wieder runter. Wir werden schon irgendwann zu dem Glibberwurm da oben kommen. Hier geht scheinbar nicht dahin. Dann gehen wir mal da runter. Oh. Perfekt, da können wir doch nochmal zurück. Naja, ich helfe dir gleich. Dann gehen wir erstmal kurz zurück. Und ich überlege gerade, ob wir nochmal ganz schnell in den Wald gehen und die restlichen Bäume holen, damit die Zeit da weiterlaufen kann. Bevor wir wieder in die Kanalisation gehen. Ich glaube, das würde ich mal machen. Und dann geben wir hier die ganzen Sachen ab. Den Zauberstab würde ich mal behalten. Der ist vielleicht ganz cool. Wir haben 4 Holz. Wir bräuchten 6-mal Holz. Das sollte doch jetzt drin sein, oder? Wir waren noch so eine lange Zeit jetzt unterwegs. Das sollte doch drin sein. Warte mal. Kann ich den Baum hier auch flachlegen? Nee, hier geht's nicht. Okay. Schade. Gegner wieder da? Nein. Ich will bloß schnell gucken wegen den Bäumen halt. Wir sollten noch 6 Holz zusammenkriegen. Hier ist Nummer 1. Oh, der war wohl schon angeschlagen. Nur noch 4 Holz brauchen wir. 4 mal Holz. Da haben wir nochmal 2. Jawohl. Ganz kurz gucken, wie viel hält die noch aus? 37 mal. Okay. Leider nur einmal. Wir nehmen das mal noch schnell mit, weil dann kann die Zeit schon weiterlaufen, ne? Dann können wir vielleicht heute schon noch gucken, was der im Angebot hat. Weil das dauert ja auch eine Stunde, glaube ich. Eins fehlt uns noch, ne? Ja. Okay, da hinten ist noch ein Baum. Easy. Wir dürfen jetzt bloß den Sakrament-Dingsbums hier. Das dürfen wir jetzt nicht berühren.
Weil sonst müsste man den ganzen Weg in die Kanalisation wieder latschen. Und das wäre doof. Gut. Keine Kiste. Alles klar. Ab geht's. Zurück. Ah, es hakt manchmal hier ein bisschen. Wenn ich zu schnell renne halt, dann braucht er ein bisschen zum Nachladen. Dann kommt er nicht so schnell hinterher. Da ruckelt er. Ist da nicht ganz flüssig. Ja, hier. Oh, wow, 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 wow. Hier hat er zu tun. Wenn wir langsam gehen, da geht's. Aber wenn wir jetzt hier schnell machen und sowas, weil wir den Weg halt schon kennen, dann hat er Probleme. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm. Ich mag das Spiel trotzdem. Und außerdem, es ist ja noch Early Access. Da darf noch dran gearbeitet werden. Bisher ist es trotzdem ein ganz, ganz, ganz fantastisches Spiel. Schmiede? Hier, Alchemiestand. Das wollen wir haben. 10. Let's go. Eine Stunde. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. Gut. Das wollte ich doch bloß. Eine Stunde brauchen wir. Also bis 2:30. Halt. Wir wollten auch noch verkaufen und so. Und zwar. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Kommt weg. Weg, weg. Das sind alles die mit den Vierern. Den wollte ich behalten. Die Vierer eigentlich auch, aber ich nehme sie nicht. Also sollte ich sie eigentlich auch verkaufen. Wir haben momentan keinen Platz für das Zeug. Wir verkaufen es. Wir haben momentan keinen Platz. Die behalte ich aber mal. Okay. Brauche ich jetzt nicht. Das nicht, das nicht. Ich mache sie jetzt mal weg. Und hier müssen wir Sachen ablegen. Jo. Meine Gute. Ich kann nichts mehr da drauf klatschen. Was würde das machen? Kälteschaden? Oh. Mit dem machen wir Feuerschaden. Das finde ich interessant. Schockschaden ist mit dem. Alles klar. Gegenstandsgewicht. Schaden erhöht. Ich kann aber nichts mehr in meine Waffe reinmachen. Wir könnten hier eigentlich mal was reinmachen, ne? Gesundheit. Oh, hier, da erhöht die Gesundheit. Und hier der Fokus. Oh, bis zu 25%. Gefällt mir. Verursacht 1 bis 2 Schaden beim Erleiden von Schaden. Beim Gegner oder was? Ich glaube, ich würde das hier nehmen. Mal. Komm, wir hauen das da rein. Ist doch cool. Fokus erhöht sich um 24%. Wir haben 24% gekriegt. Huhuhu. Wie geil. Okay, das ist echt gut. Das ist wirklich, wirklich gut.
Oh, ich überlege gerade. Gesundheit auch noch? Oh. Verkauft die Dinger? Die verkauft die Dinger. Easy. Dann kaufe ich... Warte mal, was kostet der? 1,42. Ich würde gern wissen, was der macht. Der macht bestimmt solchen Dings... Ich kaufe mal einen. Ich will wissen, was der macht. Was macht der bei Kleidung? Verursacht Seuchenschaden. Okay, bei Kleidung macht er das. Bei Waffen? Sehe ich es leider nicht. Okay. Hier sehe ich es. Angriffe verursachen Seuchenschaden. Alles klar. Ich würde den nochmal reinhauen. Oh, drück die Daumen, dass es gut wird. Und wie viel kriegen wir? 11%. Mit 11% komme ich gut klar. Von unserer Gesundheit nochmal 11%. Gut. Schön. Ist ein bisschen Glücksspiel da, ne? Finde ich aber gar nicht mal so schlecht. Wenn es da natürlich scheiße läuft, ist blöd. Huh. Naja. Stabiles Leder. Das war jetzt zu teuer. Die Hose könnte man eigentlich mal höher machen. Fällt mir gerade auf. Stabiles Leder. Das kriegen wir doch noch. Guck mal, der hat das doch. Spaltleder? Hatte der nicht stabiles Leder? Huh. Oh, hat er wohl doch nicht. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Ist ja auch gar nicht hier die Seite. Oh, ich bin so doof. Hier ist es doch, stabiles Leder. Aber nur einmal, ne? Ja, der hat das immer bloß einmal, die ganzen Sachen. Ah. Okay. Wann wechselt denn der sein Inventar dann? Wenn der das alles bloß einmal hat. Hm. Na gut. Weil die haben kein Leder, ne? Die hatten ja noch keins. Ne, die haben bloß das Spaltleder. Oh, wir können die Rüstung jetzt tragen. Die hier, die Klerikerbeine. Gut, dann können wir es doch noch nicht upgraden. Auf upgraden. Schade. Good date. Das hätte jetzt gut gepasst. Ja, eins braucht man dann noch. Schade. Das könnte man nochmal hochmachen. Wir haben ja wieder Rüstung. Ah gut, lass uns erstmal in die Kanalisation gehen. Verkauft haben wir. Wir müssten ablegen bloß noch hier. Und dann gehen wir wieder in die Kanalisation. Ja, ja, du mit deiner Uniform tauschen. Mann, oh Mann, geht ihr mir auf den Sack. Wir wollen nicht tauschen. Wir sehen doch cool aus. Dann noch, wir sind so ein richtiger kleiner Zipfelmann. Finde ich ganz gut. So. Und zwar, was können wir denn überhaupt alles ablegen? Das ist drin. Wir können gar nicht so viel ablegen, glaube ich. Das können wir reinmachen. Krabbendingsbums. Das können wir reinmachen. Ist alles ziemlich voll da drin. Blöd.
Ja, wir müssen bald verkaufen, wie es aussieht. Shit. Ich will davon nichts verkaufen. Mann. Aber 20 ist der höchste Stack, den es da gibt. Ist so doof. Komm, weg damit. Weg damit. Hier haben wir sogar noch Holz drin. Hätte man nicht mal sammeln brauchen. Hm. Noch mal Feder können wir mit reinmachen. Die gibt es schon drin. Kohle geht noch. Aber Kupfer geht nicht, ne? Ne. Ja, na gut. Dann... Oh, ich will endlich meine Kisten haben oder sowas, wo ich da Zeug reinballern kann. Wir knallen da alles so voll, das könnt ihr wissen. Wir machen für uns für jedes Objekt am besten eine Kiste. Ich hoffe, wir haben so viel Platz. Das wäre echt gut. Ich hoffe, wir kriegen ein großes Haus. Hm. Maybe it's time you trade in that silly outfit for you. Bin gespannt, wann wir das angeboten kriegen halt, ne? Erst wenn wir hier alles aufgebessert haben, das wäre ein bisschen doof. Good to see you back. Das dauert. Das dauert alles noch. Okay, verkaufen. Achso. Alles weg. Das bleibt. Pilze. Kommt erstmal weg. Wir finden immer wieder Pilze. Äpfel kommen jetzt mal weg. Ah, die Sachen lasse ich mal. Ich will halt die Sachen wenigstens dann verkaufen. Ich will die nicht wegschmeißen unterwegs oder sowas. Das würde mich ärgern, weil wir so einen Haufen Zeug... Also, ne, Kleinvieh macht auch Mist. So ist es einfach. Und diese Preise für Rüstung und bla bla bla, das ist ja nicht wenig. Und deswegen wäre es doof, das wegzuschmeißen. Deswegen gehe ich lieber dreimal noch zurück in die Stadt und verkaufe das, als das unterwegs wegzuhauen. Und guck mal, da ist schon wieder ein neues Item. Ich meine, man findet ja auch viel. Hä? Der Sakramentshüterhelm. Der liegt hier einfach mal so rum. Okay. Der hat eine verdammt fette Rüstung. Krass. Aber meine Effekte sind halt viel geiler jetzt, ne? Gerade. Und mit dem Helm wäre mal wieder schwer. Ich bleib mal bei dem, aber... Schön, dass wir den gefunden haben. Da braucht man nicht kaufen. Oh, die Mucke hier ist ja geil. Should never come down here. Never listen to Tarek. You gotta believe me. I didn't throw in with the risen to burn down sacrament. Not to... Ja, nicht please. Um. Kill me. I don't want to end up like them. Nicht wie sie enden? Ja, 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 ich... Na, was denn nun? Töten oder helfen? Also eins geht nur. Wir brauchen Griff wieder, ne? Hm. Was mache ich dann damit? Die Musik hier gibt ein sehr schönes... Feeling. Das ist schon ein sehr gutes Gefühl da. Hä? Hier liegt einfach Zeug rum, was man gar nicht sieht. Okay. Muss man ein bisschen drauf achten. Ist interessant. Guck mal ein bisschen genauer hier. Oder versuchen es. Wo gehen wir zuerst hin? Hier oder da? Ich gehe mal hier hin. Hier ist ein Wurm. Da war ein Wurm. Oh, diese
diese Glocken und alles. Keine Chance. Exitus. Wir sind gut stark für das Gebiet gerade. Zwei Schläge tot. Es war gut, dass wir so viel geguckt haben, dass wir unsere Waffen schon so abgegradet haben und sowas. Also, angenehm. Okay, drei Schläge für eine Ratte. Interessant. Bedrohliche Musik. Ich tauche hier in die Scheiße ein oder was auch immer das ist. Und hier wieder die... Bing, 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 bing. Schön. Dadurch, dass wir Heilung kriegen, sobald wir was töten, ist das echt gut, weil wir nicht so viel Schaden nehmen. Finde ich voll toll. Schlüsselablaufkeller. Okay. Wo ist der denn? Na gut. Irgendwo muss ja ein Ablaufkeller sein. Ist hier eine Tür? Nö. Okay. Dann wieder zurück, oder wie? Ja, ja, du hättest nie hierher kommen müssen. Wir wissen es inzwischen. Nee. Na, habe ich eine Tür übersehen irgendwie, oder? Nee, aber hier ist doch keine. Hier ist der komische... Der komische Blubbelmann. Hier. Da haben wir's. Hallo, it's me. Oh, oh. Okay, die explodieren. Eieieiei. Ekelhaft. Ekelhaft. Jetzt wäre Feuerschaden gut drauf, ne? Der würde Licht machen. Also, bei der Waffe meine ich. Das nächste Mal wissen wir's. Warte mal. Neues Schild. Blau. Mit drei Sachen. Okay. Ist... Hat weniger Schutz jetzt gerade. Sehr viel weniger sogar. Weil es ein leichter Schild ist. Wir haben einen mittleren Schild gerade, ne? Ja, ist ein leichter Schild. Okay. Zeig mal. Achso, wir können ja nicht mal ausrüsten. Geschicklichkeit 22. Krass. Erhalte 4% Fokus beim Blocken. Gegenstandsgewicht verringert. Verursacht 12 Schockschaden beim Parieren. Okay, parieren. Das beim Blocken wäre gut. 12 Schockschaden. Das wäre cool. Ein pockenartiger Stahlkreis. Ein dünner Schleier, der Schutz verspricht. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Würmchen. Lieber schnell angreifen, bevor die einen angrapschen oder sowas. Ich will gar nicht in der ihren Mäulern enden oder festgesaugt werden oder sowas. Habe ich gar keinen Bock drauf. Die werden hier bestimmt noch... Oh, Alter Schwede, was hier unten... Brütet. Man kann es ja nur sagen, dass es brütet. Und wir müssen bestimmt bald durch die Schlotze hier schwimmen. Oh je. Oh je. Okay, ich dachte schon. Dann gehe ich aber erstmal die Leiter ganz kurz hoch. Und guck, was da ist.
Hallo? Was war denn das gerade? Geh doch einfach die Leiter hoch. Junge, Junge, Junge. Was haben wir denn hier? Okay. Nichts so Besonderes. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier lang. Wir werden vielleicht gleich sterben. Ja. Ich hatte gedacht, wir können auf das Rohr. Aber okay. Kann man wohl doch nicht. Na gut, das passiert. Mist. Kann man ja nicht ahnen. Okay, schnell durch hier. Kann man ja nicht ahnen, dass man nicht auf die Rohre kann. Merken wir uns. Machen wir nicht nochmal so ein Experiment. Aber bisher war das Spiel recht, naja, ich sag mal, experimentierfreudig. Ach du meine Güte. Okay. Oh, und jetzt Würmchen. Okay, erst der Klopso. Das Fleisch wollen wir fressen. Na, ich weiß ja nicht. Na gut, muss der ja wissen. Der hält aber auch Gift aus. Also, dem macht so ein Würmchen da nicht so viel aus, glaube ich. Der ist da resistenter. Ah, noch einer. Oh, okay, krass. Oh, 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 oh. Zu viel, zu viel, zu viel. Erstmal runterkommen. Ich stell dir das jetzt vor, wenn wir nicht so einen großen Angriffsschaden hätten. Das wäre interessant geworden. Da hättest du aber tänzeln müssen. Bei 6 Gegnern gerade. Oder wie viel das waren? 4, 5? Puh. Okay. Was passiert hier noch? Die Mucke ist voll gut. Richtig gut. So, das. Kommen wir hier durch? So scheinbar nicht. Wir können da oben auf die Mauer irgendwann. Okay. Müssen wir uns mal merken. Dann ziehen wir mal. Jetzt wird's eklig, oder? Ach nee, es geht nach oben. Wir müssen bloß schnell genug sein. Alles klar. Und gleich kommt es wieder runter, oder? Oder doch nicht? Können wir es nochmal betätigen? Okay, wir müssen schnell genug sein. Alles klar. Was ist das da hinten für einer? Okay. Werden immer interessanter hier. Wie gesagt, Biesterarium wäre noch. Oder Bestiarium. So heißt es ja. Das wäre noch cool. Würde mir gefallen, wenn man die noch mal ein bisschen näher sieht oder so. Oder wenn es ein Artwork, ein Artbook oder sowas geben würde. Das wäre auch cool. Würde ich feiern. Fände ich gut. Fisch kann man nicht kochen. Aber Pilze loswerden wäre auch gut, ne?
Na gut, wir haben 3 Stück. Komm, hau mal die Pilzsuppe rein. Gut. Reicht, danke. Cool. Aber wir sind vergiftet. Die vergiften einen. Wie frech. Okay. Der war auch krass. Hat man auch noch nicht vorher. Solche hatten wir auch noch nicht vorher. Oh Gott, wenn ich mir vorstelle, hier die ganze Zeit rumzuhängen. Würde ich auch nicht so cool finden. Kann den Typen da schon verstehen, der da vorne so rumgeheult hat. Mist. Okay, ich dachte, ich komme da hoch, aber scheinbar kommt man da gar nicht hoch, so. Nicht durch Springen jedenfalls. Ich will natürlich gern alle Geheimnisse so weit entdecken, wie ich entdecken kann. Und an jedes Item rankommen, was ich so sehe. Das wäre schon cool. Aber da gibt es scheinbar irgendwas anderes noch. Wo man lang muss, kann. Na los, gehen wir erstmal weiter. Okay, was passiert hier? Da hinten wird eine Brücke gemacht, ne? Ja. Okay. Okay. Ich bin da unten gar nicht lang gegangen, oder? Kann das sein? Nee, bin ich gar nicht. Echt jetzt? Das hat mich erwischt. Okay, das hat mich erwischt. Puh. Die Würmer sind schnell. Ja, ich war hier gar nicht drin. Hier so. Bisschen Geld, okay. Und hier waren wir auch nicht. Ach, die Fußspuren, ne? Wenn ich mir da vorstelle, überall dieser Rotz und B und Ö. Lecker. Na gut, dann hierhin. Keine Ahnung, wie ich da zu dem einen Item komme. Ich hoffe, das ist jetzt kein super seltenes. Das klingt nicht gesund. Das klingt eindeutig nicht gesund, was da gerade war. Oh, ist das ein ekliger Schnodder hier, ey. Das muss stinken. Ganz ruhig bleiben. Wasserkanalschlüssel. Okay. Das Schöne ist, dass wir selbst in solchen Situationen, wo inzwischen starke Gegner dann gegen uns stehen, dass wir ganz gut ausgerüstet sind bisher. Gefällt mir. Und wenn man überlegt, wir haben immer noch die Billow-Waffe, ne? Von ganz am Anfang. Hätte ich das Claymore so ausgerüstet? Ja, okay, wir sind jetzt schneller. Da hätten wir einen ordentlichen Bums dahinter gehabt.